Heute bei Wer weiß denn sowas? Udo Tesch im Team mit Bernhard Hoeke. Und sie spielen gegen Wilke Zierden und Elton. Das Ostfriesen-Duell, es geht los. Startet. Heute wollen wir aber noch einen draufsetzen, meine Damen und Herren. Wir haben zwei Gäste aus Ostfriesland zu Gast. Vielleicht kennen Sie noch nicht alle Udo und Wilke, aber das wird sich mit dem heutigen Tag wieder ein Stück ändern. Aber die, die Sie kennen, die wissen natürlich auch, was uns heute hier erwartet. Also man kann Sie kennen aus Instagram, YouTube, Facebook. Die beiden sind vor allen Dingen dicke Kumpels, ne? Ihr seid auch über den ja, aber ich wollte es jetzt mal ein bisschen nett versuchen einzuleiten. Ihr seid auch über den örtlichen Fußballverein verbunden. Wie heißt der? SuS Steenfelde. SuS Steenfelde. Du bist der Platzwart vor Ort und du bist im örtlichen Team. Er ist der Rüpel. Ja, und aber auch Torwart, ne? Ja, so. Ich komme ja nie zum Training. Ich spiele nicht mehr. Also ich bin auch nur noch Torwart AD. Ja. Torwart in Rente. Also werden wir mal gucken, was das heute gibt mit euch beiden. Udo und Wilke, meine Damen und Herren. Gewinner der Goldenen Henne in der Kategorie Online Stars, die vielleicht neben Otto Walkes bekanntesten Ostfriesen. Und jetzt habe ich gleich noch was Spannendes für euch zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass knapp 71% aller deutschen Arbeitnehmer auch in der Mittagspause arbeiten? Hat eine aktuelle Studie ergeben. Du auch? Ja? So, jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Wie viele Zuschauer sitzen heute hinter welchem hin? Hinter Bernhard und Udo sitzen 60 Zuschauer. Hinter Elton und Wilke sitzen 68 Zuschauer. So sieht's aus. Damit können also heißt das für euch Verantwortung? Ja, ja. Ne? Und hier ist harter Wettkampf heute. Und damit können Elton und Wilke gleich die erste Kategorie wählen. Aber erstmal schauen wir auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Neuheit, Trick 17, Norwegen, Straßenverkehr, Schlagzeilen, tierisch, Handwerk, The King, Clever, Tennis, das Fragezeichen und damals. Jede richtige Antwort 500 Euro. Ein Publikumsjoker für jedes Team. Was möchtest du denn haben? Ich würde Schlagzeug oder Straßenverkehr nehmen. Wenn du aber gerne für damals bist. Wir nehmen, darf ich aussuchen, ohne dass du darfst, rein. Ja, darfst du. Wir nehmen Straßenverkehr. Ja. Weil Führerschein weiß ja. Ja. Ne? So, erste Frage heute. Was passiert in Deutschland an einem Tag im Durchschnitt häufiger? A. Ein Fahrverbot von 1 bis 3 Monaten wird verhängt. B. Ein Rotlichtverstoß wird registriert. Oder C. Ein Führerschein wird ausgestellt. Ich gehöre ja zu der Gruppierung. Lösung A. Wollen wir gar nicht weiter diskutieren? Nö. Gut, wir nehmen A. Du weißt, das ist mein Bauchgefühl. Naja, eine der drei Antworten ist ja definitiv richtig. Auf deutschen Straßen herrscht reger Verkehr. Da passierte schnell, dass ein Fahrer eine rote Ampel missachtet. Etwa 700 Rotlichtverstöße werden jeden Tag im Schnitt gezählt. Wegen solcher oder anderer Verstöße werden täglich durchschnittlich ca. 1250 Fahrverbote von 1 bis 3 Monaten verhängt. Der Verkehr rollt trotzdem weiter. Jeden Tag werden im Schnitt rund 3600 Führerscheine neu ausgestellt. Habe ich gefühlt. Oh. Ich kann mit Niederlagen nicht umgehen. 3600 mal 300. Ja, so weit sind wir ja noch lange nicht. Ne? Für mich ist das schon eine Niederlage. Ja, aber das war schon mal ein perfekter Einstieg für Udo. Ne? Also wenn ich hier einen Diodenschweißer neben mir habe, dann muss ich doch das Handwerk. Das heißt nicht Dioden, das heißt Elektroden. Ja, also einen Schweißer habe. Was soll das denn? Wir nehmen Handwerk. Flüssiger. Konzentrier dich jetzt. Ne? Konzentration. Flüssiger Stickstoff dient Installateuren dazu. A. Verstopfung in Abwasserleitungen zu entfernen.
B, Wasserrohre per Kaltschweißverfahren zu reparieren oder C, Heizungsrohre mittels Schockfrostung abzusperren? So, jetzt du, Bums. Das ist Neuland für mich. Verstopfungen in Abwasserleitungen zu entfernen. Was würde man denn dann machen? Man würde den flüssigen Stickstoff in der Abwasserleitung runterschütten. Und was passiert dann? Der baut doch Druck. Dann friert. Das ist doch eh verstopft. Dann dehnt sich das aus. Ja. Matschig. Meinst du, dass das dann wegkrümelt? Ja. Nee. Heizungsrohre mittels Schockfrostung abzusperren. Ja. Also, das ist das, was mir zuerst gefallen hat. Die Idee, dass dann da quasi ein gefrorener, also ein Gefrier, ein Eisstopfen drin ist. Warum sollte ich das machen? Dass es nicht leckt. Ja, aber dafür können ja auch den Hahn zudrehen. Ja, aber dann findest du das Loch ja nicht. Vielleicht dehnt sich das ja aus und das Loch wird größer. Wir müssen uns entscheiden. Ich nehme C. Und da bleibst du. Ich nehme A. Nein, komm, hau rauf, C. Ich so. Nehme A. Udo. Beim sogenannten Rohrfrostverfahren legen Installateure eine Gefriermanschette um einen Rohrabschnitt, welche dann mit flüssigem Stickstoff befüllt wird. Dadurch wird dem Rohrabschnitt gleichmäßig Wärme entzogen. So entsteht ein dicht schließender Eispfropfen im Inneren des Rohrs. Diese Schockfrostung dient zur Absperrung von Heizungsrohren, zum Beispiel bei einem Rohrbruch. So muss das Wasser nicht aus dem Rohrsystem abgelassen werden. Danke. Du kannst aber zumindest sagen, du warst nicht schuld. Hier kriegt heute keiner irgendeinen Cent. Das wird hier auf Null ausgehen. Naja. Du kannst jetzt wieder gerne aussuchen, egal was. Wirklich, egal. Clever. Clever. Welche allergikerfreundliche Alternative gibt es zum Weichspüler? A. Currypulver, B. Kräutertee oder C. Kartoffelstärke? Ich glaube auch, das könnte was fürs Publikum sein. Aber wir können. Das ist Publikum. Wir waren eben ein bisschen schnell. Ich finde, wir können ja mal ein bisschen reden. Kartoffelstärke halte ich für nicht wirklich, weil das nimmst du als Soßenbinder, dann wird alles dick. Und ja, aber wie reagiert das auf Textilien? Das ist ja wieder was anderes. Kräutertee ist so. Also, Kräutertee ist so, welche Kräuter? Das ist so Kräutertee. Da wird Kai dir nicht beantworten. Nee, Kai nicht. Ich guck auch dich mehr oder weniger an. Ich kann es ja auch nicht beantworten. Kann doch eigentlich nur Currypulver bleiben, aber... Ja, aber du weißt doch auch nicht, wie Kartoffelstärke sich auf Textilien auswirkt. Das ist ja die große Frage. Aber warum sollte das ausgerechnet mit Textilien weich werden? Wir sollten aufhören, so zu diskutieren, als hätten wir eine Ahnung, was richtig ist. Wir sollten einfach das Publikum fragen. Pass mal. Ja, wir fragen das Publikum. Fragen das Publikum. Weil Curry färbt auch ab. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Wir sollten aufhören, so zu tun, als wüssten wir was. Jetzt, guck mal, es steht jemand. Ihr könnt euch umdrehen. Jetzt könnt ihr euch umdrehen. Oh, Entschuldigung. Nichts passiert. So, ich bin. Es ist immer der Joker in der letzten Reihe. Hallo. Hallo, moin. Wie heißt Steffen. Du? Aus? Schwerin. Aha. Jetzt musst du natürlich noch die Frage beantworten. Ich bin ganz sicher, dass es die Stärke ist, die Kartoffelstärke. Okay. Ja, alle, ja. Hab ich auch gesagt, da wusste ich. Keiner steht auch, haben wir denn die Zähne gelaufen? Kannst du sagen, woher du das beziehst, dieses Wissen? Bauchgefühl. Bauchgefühl, okay. Bauchgefühl. Alles klar. Das ist nämlich Stärke, Textilien, das klingt soft. Das wird direkt... Genau, wir haben ja Kartoffelstärke jetzt eingeloggt und gucken uns jetzt die richtige Erklärung zur Antwort an. Allergiker reagieren oft mit Hautrötungen oder Juckreiz auf die in Weichspülern eingesetzten Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe. Eine allergikerfreundliche Alternative zu Weichspülern ist Kartoffelstärke. Dafür die geschälte Kartoffel reiben, den Brei mit Wasser in eine Schüssel geben und das Kleidungsstück über Nacht hineinlegen. Am nächsten Morgen wird das Kleidungsstück mit klarem Wasser ausgewaschen. Die Kartoffelstärke glättet und verfestigt die Fasern der Textilien und wirkt damit wie ein Weichspüler. Steffen, perfekt. Sehr gut, richtige Antwort. Daumen drücken für den weiteren Verlauf der Sendung. Und damit haben wir die ersten 500 Euro. Was so absurd ist. Ja. Aber ganz ehrlich, nee, da hätte ich kein Publikum für gebraucht. Ja. Ich kann ja sagen, warum wir kein Publikum dafür brauchen, weil es nicht unsere Frage war. Nee. Die ersten 500 Euro sind ausgezahlt, jetzt müsst und dürft ihr nachziehen.
Mit welcher jetzt Kategorie geht's weiter? Das ist auch eine Kartoffelstärkenfrage. Ja. Oder es ist etwas mit Sanitär zu tun, damit kenne ich mich aus. Wollen wir Tennis nehmen? Ach nee, der Bernhard hatte Trick 17. Ich hab schon wieder voreilig. Aber prima, dass ihr euch so gut versteht. Wer auch auf Reisen für kleinere Reparaturen nicht auf Heißkleber verzichten möchte, braucht nur A. Schere und Taschenlampe, B. Aluminiumfolie oder C. eine Schachtel Streichhölzer. Kleine Reparaturen, was heißt das? Kleine Reparaturen, die man mit normalerweise einem Heißkleber verrichtet. Das ist doch schwer, ne? Also, und das macht man jetzt statt mit dem Heißkleber mit Schere und Taschenlampe. Was soll denn da passieren, wenn ich mit... Dann machst du ja noch mehr kaputt als heile. Ja, vor allen Dingen, wie soll die Schere und die Taschenlampe zusammen irgendwas kleben, geht halten? Meine ganz blöde Frage, wieso nehme ich nicht meinen Heißkleber mit? Weil du den nicht hast. Ja, es, aber der hier, die Klebepistole kannst du nicht mitnehmen. Du kannst dich überall einstöpseln, wenn du in den Bergen wanderst oder sowas. Dann nehme ich C, weil da kannst du Feuer machen, dann löst sich das auf und du kannst dicht machen. Also nehmen wir, sag es. Nee, wenn ich es sage, ist es eingeloggt. Lass uns erst mal nachdenken. Sag es. Ja, nee, aber dann... Sag es. Bitte, jetzt nicht so lange überlegen, einfach C nehmen. Glaub mir. Und die, aber wir gehen schon davon aus, dass wir den... Ja, den hast du auch, den hast du ihn mitgenommen. Sag es. Ich glaube, egal, ob es richtig ist oder nicht, Udo möchte ich jetzt einfach mal durchsetzen. Ja. C, bitte. C. Eben war doch C auch richtig. A sein. Aber Udo, wenn das jetzt nicht stimmt, ne? Ja, dann habe ich Pech. Dann bin ich sehr erleichtert. Dann steht es 1-1. Wer auch unterwegs für kleinere Reparaturen gewappnet sein will und keine Heißklebepistole mitnehmen möchte, benötigt lediglich eine Schachtel Streichhölzer. Zur Vorbereitung wird jeweils ein dünner Ring Heißkleber um die Streichhölzer aufgetragen. Nach dem Auskühlen können die Klebestäbchen wieder in der Schachtel aufbewahrt werden. Zur Benutzung wird einfach eines der Streichhölzer entzündet, der Kleber wird wieder warm und kann bei kleinen Reparaturen zum Einsatz kommen. Das. Das ist mal ein praktischer Alltagstipp, oder? Das ist Lebenshilfe, ist das. Ja? Das habe ich gewusst. 500 Euro auch für euch. So, du darfst wieder aussuchen, was du möchtest. Schlagzeilen. So. Scheiße. Wie bekam die Kanadierin Mary Grams im August 2017 ihren Jahre zuvor verlorenen Verlobungsring zurück? A. Er befand sich am Boden eines Marmeladenglases. B. Er steckte auf einer Karotte aus dem heimischen Garten. Oder C. Er verbarg sich unter einer Eisschicht im Gefrierfach. Schönen Gruß an. Ihr könnt einlochen. War ja laut genug. Was ist denn hier los? Vielen Dank. Ich habe nichts gehört. Hast du was gehört? Da drüben wurde. Ich habe nicht zugehört, ich habe gelesen. Auch. Aber ganz ehrlich, wenn da vorgesagt wird und ihr es gehört habt, dann müsst ihr euch dann nicht schämen. Dann nichts mehr zu überlegen. Dann macht das. Heute sind wir alleine. Nur, dass du es machst. Was erwarten die von uns? Ja, ich habe mir das vorgestellt. Ich glaube, wir haben sie in der ersten Frage bitter enttäuscht. Nach ein paar Jahren hat sie Karotten gepflanzt. Also ich habe, Elton hat mir gerade geflüstert, er hat in einem Magazin gelesen, dass eine Mary Grace einen Ring verloren haben soll bei der Gartenarbeit. Und Jahre später steckte dieser Ring zufälligerweise auf einer heimischen kanadischen Karotte. Wir nehmen B, wir möchten lösen. Wir nehmen B. Aber weh, das ist falsch! Ja. Im Jahr 2004 verlor die Kanadierin Mary Grams nach 53 Jahren ihren Verlobungsring. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Im August 2017 fand sie den Ring auf ungewöhnliche Weise wieder. Als sie im heimischen Garten Gemüse erntete, entdeckte sie ihn aufgesteckt auf einer Karotte. Steht bei 1000 Euro. Zum Glück kann Elton lesen. Wollt ihr euch beiden nicht bedanken? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Der Joker ist für euch jetzt auch weg, ne? Ja, genau.
Aber warte mal. Dafür, wir geben euch das zurück. Wir beantworten jetzt für euch die nächste Frage. Dann bleiben wir aber bei 500. Schauen wir uns die nächste Frage erstmal an. Aus welcher Kategorie? Tennis. Tennis. Hm? Ah, genau, das wolltest du eben schon, ne? Ja. Warum musste der australische Tennisprofi Bernard Tomic beim Wimbledon-Turnier 2019 eine Strafe in Höhe der Antrittsprämie zahlen? Och. Tomic, Bernard Tomic wahrscheinlich. A. Er hatte einen offiziellen Spielball signiert und verschenkt. B. Er hatte nach Ansicht der Veranstalter zu lustlos gespielt. Oder C. Seine Haare waren zu lang. Er hatte einen offiziellen Spielball signiert und verschenkt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem während des Spiels? Oder hat denn, also das finde ich, warum dann auch direkt eine Antrittsprämie? Da gibt es eine Strafe, fertig. Ja, aber kann man eine Strafe bekommen, wenn man lustlos spielt? Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja quasi Boykott. Das kann ja auch. Also das, der, von dem hast du schon mal von dem gehört? Nee. Das war in einer, vielleicht in einer der ersten Runden. Der ich hat meine, du hast eine Kleiderordnung und. Eine Kleiderordnung und mit den Haaren. Die müssen, glaube ich, zusammengebunden sein und. Du meinst, er hatte zu lange Haare? Ja, ich glaub's wohl. Dass er die offen getragen hat. Ich kann mir vorstellen, also lustlos im Sinne von, der spielt, hat wie der Ball kommt, so. Ich will ja, nur aber dabei dafür sein. Kann man ja nicht eine Strafe. Ja, toll, er boykottiert das Spiel auf diese Art und Weise. Deine Entscheidung. Ich habe gerade entschieden. Dass er Tennis wählt und frag das Publikum, Udo. Und nee. Beiden. Frag das Publikum. Eben habe ich das Publikum verloren, jetzt habe ich dich verloren. Jetzt bin ich ganz alleine. Bernhard, solange. Allein. Solange nein, du dich nicht selbst verlierst. Ich habe euch immer in meinem Herzen. Ich habe euch immer. Ich fühle euch. Ich fühle euch und ihr habt im Rücken. Ich vermute B, weil Haare zu lang, dann macht er die kürzer oder bindet die zusammen. Also das und deshalb bitte Entscheidung. B. Ja, jetzt dürft ihr. Jetzt. Oh, vielen Dank. Am 2. Juli 2019 traf Tennisprofi Bernard Tomic beim Wimbledon-Turnier in der ersten Runde auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Er unterlag im zweitkürzesten Match der Turniergeschichte nach nur 58 Minuten. Die Veranstalter belegten Tomic später mit einer Geldstrafe von umgerechnet 50.000 Euro. Also exakt der Summe, die als Antrittsprämie für Runde 1 ausgezahlt wurde. Ihrer Ansicht nach hatte Tomic zu lustlos gespielt. Laut Turnierstatuten müssen die Spieler mit ihrer Leistung professionelle Standards erfüllen. Dies sei bei Tomics Auftritt nicht der Fall gewesen. Man muss nicht alles selber lösen können, man braucht nur Tennisfrage. So, ich stehe auch bei 1.000 Euro. Welche Kategorie? Du darfst aussuchen, Elton. Ich möchte nicht. Ich darf aussuchen? Ich möchte nicht. Mach das doch immer abwechselnd, ist doch schön. Dann nehmen wir. Du wolltest es am Anfang, wir nehmen damals. Ja. Ja. Warum wurde eine der größten Glocken der Welt, die Zarenglocke im Moskauer Kreml, kein einziges Mal geläutet? A. Sie ging direkt nach ihrer Fertigstellung kaputt. B. Dem Zaren gefiel das schlichte Design nicht. Oder C. Sie war zu schwer, um richtig in Bewegung zu kommen. Also B. Dem Zaren gefiel das schlichte Design nicht. Das kann ihm doch egal sein, wenn die Glocke läutet. A. Sie ging direkt nach der Fertigstellung kaputt. Ja, und? Dann macht man eine neue. Und sie war zu schwer, um richtig in Bewegung zu kommen. Ja. Dann war sie womöglich auch zu schwer, sie hochzubekommen. Das ergibt doch auch keinen Sinn. Ja, dann. Ja, ja sag ich, ist B. Pass auf, Udo. Also die ist groß, aber vielleicht vom Material her wirklich so schwer, dass sie nicht in Bewegung kommen konnte. Wie geht denn die in Bewegung? Man hat die früher gezogen. Ja, dann hast du oben einen Querbalken quasi, glaube ich. Ja, genau. Dann ist ein Seil und das. Das kriegst du doch in irgendeiner Form in Bewegung, wenn du 10 Pferde nimmst. Also, du schließt C aus, ich schließe B aus, dann bleibt er eigentlich nur tatsächlich. Ja, aber das ist viel zu simpel. Elton, drück drauf. Wir brauchen eine Entscheidung. Wir nehmen A. Das war. Hier siehst du. Ihr macht mir das ganze Spiel kaputt. Hätte ich auch genommen, also nur. Oh. Ja, ne?
Die Zarenglocke des Moskauer Kremls wurde 1735 gegossen und gilt mit einem Gesamtgewicht von rund 202 Tonnen als eine der größten und schwersten Glocken der Welt. Doch geläutet wurde sie nie. Denn bevor die letzten Reliefarbeiten vollendet werden konnten, kam es im Mai 1737 zu einem Großbrand im Kreml. Als kaltes Löschwasser auf die glühende Glocke gelangte, sprang ein 11,5 Tonnen schweres Stück ab. Aus Kostengründen wurde sie nie restauriert. Seit 1836 steht sie als Sehenswürdigkeit auf einem Sockel innerhalb des Kremls. Ja, richtig. Ja, Antwort A ist richtig. Aber ich war trotzdem schlau. Ja. Ganz kurzen Moment, weil die Zeit nehmen wir uns jetzt. Alle, die eben aufgestöhnt haben, gehen jetzt bitte runter und entschuldigen sich bei uns. Ja. Und es waren nicht wenige. So, 1500 Euro sind es bei euch. Wie geht's weiter? The King. Okay. Wir hatten The Zar, jetzt nehmen wir The King, was immer das auch ist. Und es geht überraschenderweise Elvis? Um Elvis Presley. Oh, können wir bitte doch nach... 1970 wurde Elvis Presley von US-Präsident Richard Nixon A. zwecks privater Tanzstunden ins Weiße Haus eingeladen, B. genötigt, ein Geburtstagsständchen für Patricia Nixon aufzunehmen oder C. eine Dienstmarke der Rauschgift-Verhandlungsbehörde ausgehändigt. Oh, gut, dass ihr es genommen habt. Ihr habt ja noch einen Publikumsjoker. Ja, ja, ich habe hier noch einen Publikumsjoker. Achso, bevor wir irgendwie wieder hier, das wollte ich sagen. Was wolltest du sagen? Publikumsjoker. Bevor wir hier Diskussionen irgendwie aufkommen lassen, hinter uns, bitte. Also ich weiß es nicht, aber wenn du so gar nicht mitmachst, wenn du gar nicht mitspielst, nein, alleine will ich auch nicht. Wenn sich keiner meldet und wir sind dran, sage ich einen Buchstaben. Okay. Ja, musst du ja auch. Ja, musst du ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich sagte vorher nicht welchen. Normalerweise. Ja. Aber es steht jemand. So. Ich meine, Elvis hat ja wirklich eine Menge Fans. Und ich kenne auch viele Leute, die wirklich auch alles über Elvis wissen. Frage ist, ob du dazugehörst. Also, nee, alles weiß ich auch. Wie heißt du? Gerald. Gerald kommt aus? Adersbach. Wo ist das? Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Okay, aus Sinsheim sagt mir was, das kenne ich. Ja. Ja. Du bist ein Elvis-Fan? Jein, ja, aber man sagt von Name was. Okay, und du kennst dich ein bisschen aus, also hast du auch ein paar Fakten zu Elvis? Ein bisschen was, ja, aber okay. Ich denke einfach, dass... ich werfe jetzt sehe von dem her, das klingt komisch und abwegig, aber eigentlich von der Antwort her. Okay, also das andere hast du ausgeschlossen, es ist nicht so, dass du von C schon mal was gehört hast? Nicht direkt. Ja. Okay, naja gut, so kann man. Und Bernhard, was hättest du eingeloggt, wenn du... C. Hättest du auch C eingeloggt, okay. Also da seid ihr euch... Sind wir uns ja einig, ne? Sind wir beide uns schon mal einig, das ist so, dann gucken wir mal, ob das jetzt richtig ist. Am 21. Dezember 1970 empfing der damalige US-Präsident Richard Nixon Elvis Presley im Oval Office. Das Treffen erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch Presleys hin. Dieser hatte Nixon zuvor in einem Brief darum gebeten, ihn zum Undercover-Drogenfahnder zu ernennen und ihm eine Dienstmarke des Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs auszuhändigen. Sein Plan ging tatsächlich auf und Nixon erfüllte ihm seinen Wunsch. Richtige Antwort, toll gemacht. Mal schauen, wie es hier heute weitergeht. Aber damit stehen jetzt beide Teams bei 1500 Euro. Und wir haben noch vier Kategorien. Neuheit, Norwegen, tierisch, tierisch und das Fragezeichen. Ich bin dran, ne? Fragezeichen bitte. Ein LD-Wert von 9:3 A gilt als Modelmaß für eine Gewürzgurke. B galt vor 16:9 als optimales Leinwandformat oder C gilt unter Psychologen als perfekte Formel für die Work-Life-Balance. Ich hab, boah, also B 9:3 galt vor 16:9. Also es gibt ein Format 4:3, glaube ich, aber 9:3 Work-Life-Balance. Das kann... 9:3, das sind dann insgesamt
sind das ja 12 Stunden. Sagen wir mal. Dann soll man 9 Stunden was und 3 Stunden was. 9 Stunden in den 12 Stunden arbeiten und also das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Oder 9 Tage, was ist Work-Life-Balance? Gibt's denn eine, so doof, es klingt eine Modelmaß für eine Gewürzgurke? So doof das jetzt klingt, aber es gibt doch... Es ist halt das Verrückteste. Das ist das Verrückteste und es gibt doch auch ganz oft Gemüse und Obst, was aufgrund seiner Form aussortiert wird, weil es nicht... Ah, das kann vielleicht sein. Länge und die Breite von einer Gewürzgurke. Ja, aber wenn du so ein... Mach mal so ein Gewürzgurkenglas auf. Du schlickerst ja auch... Wir beide sehen zwar nicht so aus, aber wir schlickern ja auch hier nochmal. Ja. Und dann eben so... Da hast du auch manchmal so richtig dicke Gewürzgurken drin. So richtig... Ja. Ravenzmänner. Aber pass auf, selbst die dicken, also sind ja, die Länge ist ja, und 9 cm, keine Ahnung, bei Männern ist es ja immer, was sind 9 cm, was sind 20 cm. Aber wenn das 9 cm sind, dann ist die meisten Gewürzgurken, die klassischen Gewürzgurken, sind doch meist tatsächlich so lang und 3 cm im Durchmesser. Ja, dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Finde ich wirklich am sinnvollsten. Ja, ob das Modelmaß für eine Gewürzgurke ist, weiß ich nicht, aber ich kenne eine Gurke, die Modelmaße hat. 3:1 gilt als perfektes Verhältnis zwischen Länge und Breite einer Gewürzgurke. Gurken, die zu stark von dieser Formel abweichen, werden aussortiert und anderweitig verarbeitet. Sind sie zu lang, passen sie nicht ins Glas. Sind sie zu klein, wird das Füllgewicht nicht erreicht. Ein LD-Wert von 9:3, also eine Länge von 9 cm und eine Dicke von 3 cm Durchmesser, gilt als absolutes Modelmaß für eine Gewürzgurke. Richtige Antwort. 2000 Euro. Das gleiche gilt auch für Conejons. Die sind ja nur kleiner, aber auch da spielt... Gewürzgurken sind so ein Traum. Ne? 13. Ja, schöne Spreewaldgurken. So, ihr müsst dranbleiben. Nein, du warst bisher ganz gut mit deinen Vorschlägen. Mein Vorschlag ist der graue oben rechts. Norwegen. Ja, genau das hätte ich auch genommen. Worüber können sich norwegische Arbeitnehmer zu jedem Jahresende freuen? A. Im Dezember werden nur halbe Lohnsteuern abgezogen. B. Ein Regierungsmitglied verschickt Christstollen an alle Norweger. Oder C. Ölüberschüsse werden zum Heizen gratis an die Haushalte verteilt. Boah. Also ich kann mir vorstellen, ich sage nicht, dass es ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Firmen wirklich so zum Dezembermonat sagen, Leute, ihr habt super gearbeitet das ganze Jahr, die Regierung macht da mit, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, wenn die Firmen sagen, ihr zahlt nur die halbe Steuer, das ist der falsche Ansprechpartner. Aber das kann natürlich sein, dass das so ist, im Sinne von, das ist quasi so eine Belohnung. Belohnung. Weihnachtsgeschenke sollen gekauft werden und so weiter. Und im Winter ist kalt, die kaufen sich Holz zum Feuern. Bei B, das halte ich wirklich an alle Norweger. Das ist, wer ist da Norweger? Also schicken die das auch nach Hamburg, wenn hier ein Norweger wohnt? Oder kriegt das jeder Gemeldete vor Ort? Also und ein Regierungsmitglied. Es kann natürlich sein, dass das das Ministerium, also offiziell verschickt. Komm mal auf den Punkt, das ist ja mit, was du da jetzt erklärst. Ich komme komplett durcheinander jetzt. Ja, warte, ich fange neu an. Vielleicht verschickt ja der Minister für Nahrung. Ja. Der Verbraucherminister oder die Ministerin verschicken die Christstollen. Aber warum an alle Norweger? Vielleicht will das ja nicht jeder. Das wäre ja. Ölüberschüsse werden zum Heizen gerade an die Haushalte verteilt. Ich bin für A. Lass mal kurz überlegen. Ölüberschüsse werden zum Heizen gerade an die Haushalte verteilt. Wer macht das am Ende des Jahres Sinn? Wieso macht man das nicht im November, wenn es oder sogar im September, wenn es bei denen kalt wird? Und was ist mit denen, die gar kein gar keine Ölheizung haben, das ist ja auch blöd. Aber von der Lohnsteuer profitieren alle. Du bist so gut. Danke. Bitte. Also, sage es. A. Ah. Hm? Oh ja. Danke. Es ist keine Mehrheit, aber es beruhigt. Norwegische Arbeitnehmer haben zum Jahresende mehr Geld in der Tasche. Der Grund? Im Dezember wird in der Regel weniger Lohnsteuer abgezogen. Hierbei handelt es sich aber nicht um ein Steuergeschenk. Im norwegischen System sind die Steuern auf 10,5 Gehaltszahlungen aufgeteilt, anstatt auf 12. Die Norweger zahlen also in den meisten Monaten bereits mehr Steuern, was ihnen in der Mitte und am Ende des Jahres zugutekommt.
Dadurch ist dann mehr Geld für Urlaub und Weihnachtsgeschenke vorhanden. Es ist eine Art Weihnachtsgeld. Bei euch gab es auch ein bisschen Geld obendrauf. Ihr steht bei 2000 Euro jetzt. So, ihr dürft noch mal wählen. Wir nehmen tierisch. Auf welche Weise schützt der Flussregenpfeifer seine Eier? Oh, nee. A. Er legt sie neben spitze Steine ins Geröll. B. Er baut Nestattrappen. Oder C. Er versteckt die Eier in geschlossenen Seerosenblüten. Flussregenpfeifer. Also, er baut Nestattrappen. Ja, das kann natürlich sein, dass er Attrappen baut und dann aber... Es kann aber auch sein, dass er Eier neben spitze Steine legt oder sie in geschlossenen Seerosenblüten legt. Also wenn du jetzt ein Flussregenpfeifer wärst, Wilke. Ja. Ich würde keine Eier legen, das ist ja das. Schützen. Richtig, also richtig schützen ist, er legt sie neben spitze Steine ins Geröll. Schützen ist für mich entweder das Beschützen oder Verstecken. Aber bei Verstecken wäre es ja versteckt in geschlossenen Seerosenblüten. Ich würde C schon mal rausnehmen. Er baut Nestattrappen. Das ist ja, ich finde, ja doch, gehört zum Schützen, aber das ist ja wieder... Ja, aber dann kommt, was weiß ich, ein Leguan oder keine Ahnung, und was da... Und guckt, Attrappe, hier auch Attrappe. Aber hier, jetzt habe ich einen gefunden. Die sucht ja weiter, sagt euch, ich habe eine Attrappe gefunden, ich gehe nach Hause. Ja, deswegen, er legt sie neben spitze Steine ins Geröll. Ja, vielleicht können ja die größeren Vögel nicht landen. Er legt sie neben spitze Steine ins Geröll. Ist für mich am sinnigsten, weil viele, viele Steine... Die spitzen Steine schützen und das Ei fällt neben den anderen Steinen nicht auf. Nestattrappen, wie du es gerade erklärt hast, ist bescheuert. Er versteht geschlossen. Aber was weißt du denn über Seerosenblüten? Was machen wir daraus? Irgendwann gehen doch Seerosen auch mal auf. Und dann? Und dann wächst ein wunderbarer Flussregenpfeifer aus der Seerosenblüte. Wir brauchen eine Antwort. Wir sind doch beide bei A. Ja. Wir nehmen A. Bernhard hat den Kopf geschüttelt. Aber schau mal, jetzt hat es 6 Fragen gedauert, bis du dich das erste Mal logisch einer Antwort genähert hast. Davor war es immer nur Bauchgefühl. Davor habe ich immer nur Bauchgefühl gehört. Das ist falsch, pass auf. Ursprünglich bewohnte der Flussregenpfeifer flache, steinige Flussufer. Doch durch den Menschen wurde er auf Lebensräume wie Kiesgruben, Acker und sogar Parkplätze verdrängt. Da das Gelege durch die gefleckte Zeichnung getarnt ist, verzichtet der Vogel auf Nistmaterial und nutzt eine flache Bodenmulde. Zum Schutz vor größeren Tieren legt er die Eier neben spitze Steine ins Geröll. So. Jetzt weißt du, wie es geht. So, 2500 Euro. Ich habe dieses Spiel verstanden. Ihr könnt jetzt noch für einen Ausgleich sorgen aus der Kategorie Neuheit. Die letzte Frage für Bernhard und Udo. Welche Technik entwickelten Forscher der University of Sussex? A. Hologramm zum Anfassen wie in Star Trek. B. Sprechendes Auto, das per Uhr gesteuert wird wie in Knight Rider. Oder C. High-Abwehrspray wie in Batman. Also Batman raus, komplett. Das High-Abwehr-Spray ist bei dir sofort weg. Ja, Spray gibt's ja schon seit Jahren. Ja, ja. Aber für Haare, nicht für Haie. Okay, C ist raus. Sprechendes Auto, das per Uhr gesteuert wird wie in Knight Rider. Nein. Also macht das Sinn? Also ich meine, man kann also steuern wie in Knight Rider. Rechts, links. Und dann geht die Uhr vor und der geht immer falsch. Das kann ich auch so, steuern kann ich auch so. Also das finde ich, also den Mehrwert, der erschließt sich mir nicht ganz. Aber Hologramm zum Anfassen wie in Star Trek. Ah, es geht um das Holodeck. Eine Kombination aus Hologramm und Gegenständen. Also ein Hologramm zum Anfassen. Also ein Hologramm. Wegen mir, aber anfassen, dass du es wirklich berühren kannst, ich, wenn, dann geht's durch, weil ein Hologramm ist ja eben Licht, das ist ja hohl. Also, da kannst du nichts anfassen. Kannst nichts anfassen.
Also ich will A, zu A tendieren. Ich wäre für C. Ja, dann mach es. Mach es bitte. Vielleicht liege ich wirklich falsch und du hast wirklich mal recht. Ja, aber das letzte Mal hattest du recht. Ja, aber nicht immer. Nicht immer, ja. Mach es, Bernhard. Es könnte natürlich auch sein, dass es ein Hologramm ist, aber das, auch die mit dem das etwas zeigt und wenn ich da mit dem Finger reingehe und so mache, dann bewegt es sich. Also, dass quasi auch eine Gestensteuerung mit dabei ist. Das wäre dann nicht so zum Anfassen, wie jetzt vielleicht ich mir das erst dachte, aber auch nicht völlig. Also, völliger. Und du bist immer noch bei A, ne? Ich bin bei A. High-Abwehrspray wie in Batman. Also das Auto schließen wir beide aus, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt doch auch langsam beim A. Vor allen Dingen kann ich dann sagen, ach, hast du gesagt. Entscheidung, letzte Frage. A. Hm? Ich bin sehr erleichtert, dass ich das da hinten gehört habe, aber wer weiß, ob... Ja. Vielleicht will da auch nur einer nach Hause. Udo, jetzt hast du Druck. Jetzt hat Udo Druck. Forscher der University of Sussex haben 2019 eine Technik vorgestellt, die Science-Fiction-Fans begeistern wird. Es ist eine akustische Methode, Dinge zum Schweben zu bringen. Kleine Partikel werden durch Ultraschallwellen bewegt und wechseln bis zu 100 Mal pro Sekunde die Position. Dabei werden sie angeleuchtet. Ein Infrarotsender bemerkt Bewegungen und richtet die Schallwellen so aus, dass sie zum Beispiel an einer Fingerspitze konzentriert werden. Beim Hineingreifen in das Hologramm wird Widerstand und Kribbeln spürbar. Ein 3D-Bild zum Anfassen, wie in Star Trek. So, es kommen nochmal 500 Euro obendrauf. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Elton und Wilke Zierden haben 2500 Euro auf dem Konto. Bernhard und Udo Tesch haben auch 2500 Euro auf dem Konto. Das können ja eigentlich nur Wilke und Udo nur mal raten. Und wir halten uns mal raus. Wir halten uns mal zurück. Das ist ja ein Kampf zwischen euch. Der Vorsatz hat bei dir noch nie funktioniert. So, wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Zoologie. Egal. Das war das mit Er soll entscheiden und du fängst sofort an zu tippen. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Kategorie. Welches Tier spürt seine Beute mit Hilfe von sogenannten lorenzinischen Ampullen auf? A. Skorpion, B. Hai oder C. Anaconda? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, die Zeit ist um. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sind gleich zurück und dann gibt's die Entscheidung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir haben heute in dieser Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Wilke Zierden im Team mit Elton. Beide haben 2500 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Udo Tesch im Team mit Bernhard Hoecker. Beide haben auch 2500 Euro erspielt. Unsere beiden ostfriesischen Leuchten haben sich bis hier... Na, wir reden hier im NDR-Fernsehen zum Beispiel immer von den Leuchten des Nordens. Und das lief heute super mit euch. Ja? Beide Teams 2500 Euro. Und ich habe beiden Teams gerade hier folgende Masterfrage gestellt. Welches Tier spürt seine Beute mit Hilfe von sogenannten lorenzinischen Ampullen auf? A. Skorpion, B. Hai oder C. Anaconda? Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Hinter euch sitzen ja mehr Zuschauer, deswegen fangen wir bei Elton und Wilke an. Ihr habt gesetzt alles.
Bernhard und Udo haben gesetzt. Auch alles. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Elton und Wilke. Antwort B, Udo und Bernhard. Antwort B. Heißt alles oder nichts. Die lorenzinischen Ampullen sind winzige Organe, die das Wahrnehmen von kleinen elektrischen und magnetischen Spannungen sowie Temperaturunterschiede ermöglichen. Diese einzigartigen Sinnesorgane befinden sich auf der Haut, am Kopf der Haie. Gute Nachricht vorab. Beide Teams haben ja jetzt 5.000 Euro auf dem Konto. Also 5.000 Euro werden definitiv heute gewonnen. Die Frage ist nur noch, welches Team gewinnt die 5.000 Euro? Das heißt, welcher Teil des Publikums darf sich heute um einen satten Pro-Kopf-Gewinn freuen? Sind nicht schön, wie sind. Ring oder was? So, jetzt könnt ihr natürlich tatsächlich Wilke und Udo schätzen lassen. Und die Frage lautet: Wie viele Zeitzonen gibt es in Russland? Ihr habt 20 Sekunden ab Ruhe, jetzt. Bernhard, Ruhe. Bernhard, Ruhe. Bernhard, Ruhe. Uns gehen. Na, pass auf, ihr könnt Bernhard und Elton, ihr könnt ja auch einfach zu mir kommen. Aber ja. Bernhard hat es vorgesagt. Ich konnte. Nein, Bernhard hat nichts vorgesagt. Ja. Ich habe genau Bernhard hingeschaut. Bernhard hat gar nichts vorgesagt. Hör auf mit sowas. Du weißt das natürlich. Hm? Steckst dir jetzt eine Niederlage ein und fängst jetzt schon an zu heulen. Nein, lass mich gucken. So, kommt dran. So, Udo und Wilke. So, wir gucken, was. Auch das noch. Was hat Wilke eingetippt? Wilke schätzt, es sind zwei Zeitzonen über Russland hinweg. Was schätzt Udo? Ich hab's gesehen. Was schätzt Udo? Udo schätzt, es sind also Russland, ja, Asien, ja, ja, Mischung. Drei Zeitzonen. Ich glaube, selbst in der Summe. Ich hasse mein Leben. Ich tippe auf 5 oder 6. Und in Russland gibt es. Ein bisschen näher dran. Genau. Sind. Komm, Sven, jetzt. Eine. Eine. Das ist China. In Russland gibt es genau eine. Plus 10 Zeitzonen. Es sind 11 insgesamt. Und das heißt, Udo gewinnt mit Bernhard. Udo gewinnt mit Bernhard. 5.000 Euro. Du hast doch gar keine Ahnung. So, ich hatte auch keine Ahnung. Also, oh Mann. So, und 5.000 Euro heißt für jeden von euch 83,33 €. Ja. Ich freue erstmal herzlichen Glückwunsch auch unseren drei App-Mitspielern, die heute gewonnen haben, auch 83,33 €. Und ich freue mich schon jetzt auf die Geschichten von Wilke und Udo nach der Sendung auf Instagram, Facebook und YouTube. Ja, ich glaube, da erfahren wir, wie es heute nach der Sendung so weiterging. Also, herzlichen Dank an unsere beiden aus Friesen, an Wilke und Udo. Danke an euch alle, danke an Bernhard und Elton. Morgen sehen wir uns wieder. Schönen Abend noch. Das war's für heute.